Hey Leute, ich bin's Benny vom Aquapuristenkanal, aber heute geht's nicht um mich, sondern wieder um Peter Finke, insbesondere aber eigentlich um Parus Romenus, wie die überhaupt zu ihrem Namen kamen. Er musste erst mal die Gattung Parus Romenus neu aufstellen, denn die gab es damals noch gar nicht. Es gab nur Osronemus und er hat sich dann verschrieben bei der Neubeschreibung der Gattung und hat nicht Parus Romenus geschrieben, sondern Parus Romenus. Und wie sie nach Deutschland kamen. Aber wer Peter noch nicht kennt, da hatten wir schon ein Video zu, wie Peter zur Aquaristik gekommen ist und grundsätzlich, wie die Aquaristik ja, also in den 50er Jahren aussah. Jetzt geht es dann weiter in Entwicklung Richtung Parus Romenus, wie die überhaupt in die Aquaristik eingeführt wurden, was es da für verrückte Persönlichkeiten gab und über welche Umwege dann auch die Parus Romenus überhaupt hier nach Deutschland gekommen sind. Dietrich Schaller hat lange in Thailand gelebt, denn sein Vater war dort königlicher Hofapotheker. Dann gab es da verschiedene, ja, Forschungen, kann man ja schon fast sagen, auch wenn es im Hobby ist, an den Parus Romenus, dass man sagen kann, jetzt sind sie überhaupt so weit bekannt, dass man sie auch vernünftig halten kann. Das Ganze wurde dann auch publiziert, ja, genannt. Ich habe mal hier so ein, keine Werbung, aber das ist ein altes Exemplar aus den 80ern, aber da gab es schon Farbe. Erschien in dieser Zeitschrift, die damals noch völlig schwarz-weiß war, ohne jede Farbabbildung und kleinformatig im Übrigen. Genau, da erzählt Peter so ein bisschen zu, wie sich so die Entwicklung von Parus Romenus im Hobby vollzogen hat, bis zum heutigen Stand. Na, nicht ganz bis zum heutigen Stand, aber zumindest die Anfänge kriegen wir in dem heutigen Teil ganz gut abgedeckt. Jetzt mache ich mal einen Sprung und erzähle das entscheidende Ereignis, um das es wirklich geht. Das war sozusagen bis hier Vorgeschichte. Das war der Übergang des Jahres 1974, 1975. Ich hatte damals die DAZ abonniert. Das war die führende Aquarienzeitschrift in Deutschland. Lange Zeit gab es gar nichts anderes. Später kam dann noch das Kosmos Aquarienmagazin dazu und ein paar andere. Aber die DAZ war sehr lange die führende Zeitschrift. Da schrieben alle, die auf sich hielten in der Aquaristik, die besondere Kenntnisse hatten bei bestimmten Fischgruppen. Und im Dezember 1974 erschien in dieser Zeitschrift, die damals noch völlig schwarz-weiß war, ohne jede Farbabbildung und kleinformatig im Übrigen, ein gewisser Walter Förrsch aus München den Aufsatz Haltung und Zucht von Parus Romenus Deissneri. Erster Teil. Ich konnte jetzt gar nicht erwarten, den zweiten Teil zu lesen, denn so spannend war das, was Förrsch dort schrieb. Er schrieb nämlich, wie er an diese Fische gekommen war, nämlich per Zufall. Förrsch beschrieb damals in seinem Artikel einen damals führenden Importeur von Aquarienfischen. Damals wurden noch viele Aquarienfische gefangen. Heute werden sie auch in den Tropen in großen Mengen gezüchtet. Die Arten, die hauptsächlich sozusagen in der Aquaristik verlangt werden. Und diese kleinen Parus Ronemus-Arten gehörten nie dazu. Damals streifte er also durch die Anlage dieses Importeurs regelmäßig, das machte er alle paar Wochen, und schaute sich, was noch so neu reingekommen war. Und in einem Becken entdeckte er einen kleinen gestreiften Labyrinthfisch, ziemlich unscheinbar, sich am Boden herumdrückend, und den kannte er nicht. Und ja, man sagte ihm ja, das sei ein Beifang, der sei so mit dabei gewesen. Keiner wusste, was das für ein Fisch war. Und er durfte ihn dann mit nach Hause nehmen. Und er hatte einen guten Freund. Und der Freund war Dietrich Schaller. Dietrich Schaller hat lange in Thailand gelebt,
denn sein Vater war dort königlicher Hofapotheker. Und das war natürlich eine gute Stellung und der Junge hatte dann viel freien Raum herumzustreifen, der war sehr naturinteressiert und ist auch im Norden von Malaysia, also jenseits der thailändischen Grenze, herumgestreift mit seinem Fahrrad und zu Fuß und hat sich immer sehr für Fische interessiert. Und das besondere Interesse von ihm galt den Labyrinthfischen, aber nicht nur den Labyrinthfischen. Und Försch kannte diesen Dietrich Schaller, der damals nämlich wieder nach Deutschland gekommen war, weil er zuerst die Idee hatte zu studieren, aber daraus wurde dann nichts. Und später hat er anderes gemacht. Und dem hat er diesen Fisch gezeigt. Und Dietrich Schaller sagte, wie aus der Pistole geschossen, das ist er ja, das ist Parus Phronemus Deissneri. Und Försch sagte, ja, davon habe ich schon gelesen. Kein Mensch kennt diesen Fisch, aber er wird so verschiedentlich in der Spezialliteratur erwähnt. Es wird erwähnt, dass der holländische Ichthyologe Bleker diesen Fisch Ende der 70er Jahre im 19. Jahrhundert auf der Insel Banka gefunden hat und ihn dann Parus Phronemus Deissneri genannt hat. Er musste erst mal die Gattung Parus Phronemus neu aufstellen, denn die gab es damals noch gar nicht. Es gab nur Phronemus und er hat sich dann verschrieben bei der Neubeschreibung der Gattung und hat nicht Parus Phronemus geschrieben, sondern Parus Phronemus. Und es gibt leider so eine Regelung, ich weiß nicht, ob sie heute noch gilt, dass wenn man sich dann verschreibt, dann muss halt auch der Schreibfehler weitergeführt werden. Deshalb heißt die Gattung seither Parus Phronemus, obwohl Parus Phronemus Parus Phronemus viel richtiger wäre. Der Fisch, der so ähnlich ist wie der Phronemus, aber ein bisschen anders. Und in dem Fall sogar erheblich anders. Parus Phronemus, aber er schrieb Parus Phronemus. Gut. Schaller wusste, das ist Parus Phronemus Deissneri. Den habe ich doch früher mal gesehen, als ich da im Norden und in der Mitte von Malaysia herumgelaufen bin. Vielleicht hat er auch schon im Süden von Thailand gesehen, in einer anderen Art, das mag sein. Aber wahrscheinlich meinte er schon die Fische, die er in Malaysia gesehen hat. Denn es gab damals eigentlich nur die Vorstellung, das ist eine Art mit nur eine Gattung mit nur einer Art, nämlich Deissneri. Und Deissneri kam halt in Malaysia vor. Und dann hat Försch gesagt, also, du fährst doch häufig mal wieder nach Thailand und auch nach Malaysia. Beim nächsten Mal versuch doch diesen Fisch zu fangen und ihn mitzubringen für mich. Denn wir wissen gar nicht, ob das ein Männchen oder ein Weibchen ist hier. Und dann wird man es ja sehen. Und das hat Schaller sehr gerne getan. Bei seinem nächsten Besuch in Malaysia hat er große Mühe gehabt, diesen Fisch wiederzufinden. Denn dieser Fisch lebt nicht im freien Wasser. Der schwimmt nicht darum wie so eine Rasbora-Art oder eine Barbe im freien Wasser. Und er lebt auch nicht an der Oberfläche wie die Colisa-Arten oder die Trichogaste-Arten, die alle paar Minuten dann Luft holen müssen, sondern der holt fast gar nicht Luft, obwohl er ein Labyrinth hat, wie man dann auch später noch genauer festgestellt hat. Aber er braucht es kaum. Und deshalb lebte dieser Fisch ganz anders. Er lebte verdeckt in den herunterhängenden Gräsern des Ufers, die dann bis ins Wasser hängen. Er lebt am Boden zwischen Blättern, alten Blättern,
von heruntergefallenen, die von den Bäumen heruntergefallen waren. Er lebt zwischen Ästen und irgendwelchen kleinen Höhlen, die sich da gebildet haben. Und den zu finden, war nicht so einfach. Und als er das schließlich raus hatte, wie man ihn finden kann, da hat er einige gefunden und er hat dem Försch 18 Exemplare mit nach München bringen können. Und dann sah man zum ersten Mal, dass der Fisch den Försch da hatte im Becken vorgefunden, ein Weibchen war. Denn die Männchen, die konnten viel bunter aussehen, besonders wenn sie dann das Prachtkleid anlegten, besonders wenn sie dann das Weibchen, ihre Weibchen anbalzten, dann waren sie eine unwahrscheinliche Farbenpracht, wie man es eben auch hier auf diesen Bildern zum Beispiel sieht, wie auf diesem etwa. Ja, und dann hat Försch eine richtige Forschungszeit begonnen. Er musste erst mal rausfinden, was brauchen denn diese Fische eigentlich? Was sind ihre Lebensbedürfnisse? Die aquaristische Literatur sagte nichts darüber. Aber Försch war sehr erfahren bei einer bestimmten Fischgruppe, nämlich bei den Killifischen, bei den eierlegenden Zahnkarpfen. Und von denen wusste man, sie brauchen meistens ganz weiches Wasser, völlig salzarmes Wasser. Die meisten fraßen auch nur Lebendfutter. Und da diese neu gefundenen Fische, die Prachtguramis, wie man sie dann später im Deutschen genannt hat, auch sehr klein waren, war klar, dass sie kleines Futter brauchten. Denn eins war auch klar, der Versuch zeigte es sofort, Trockenfutter rührten die überhaupt nicht an. Die spuckten es sogar wieder aus, wenn es ihnen vielleicht mal sozusagen zwischen die Kiemen geraten war. Also, all das musste Försch herausfinden. Vor allem fand er heraus, dass sie Höhlen brauchten. Ohne Höhlen passierte gar nichts. Und sie brauchten ganz kleine Höhlen, nicht etwa große Höhlen mit sehr viel Platz, sondern sehr kleine Höhlen. Da genügte zum Beispiel eine Plastikhülle, in der damals die Kleinbildfilme verkauft wurden. Das sind so schwarze Döschen gewesen. Und dieses Döschen, das war groß genug für einen Prachtgurami und sein Weibchen, um dort zu laichen. Deshalb haben später viele, die sich mit Paros beschäftigt haben, solche Fotodöschen ins Becken getan und sie dort laichen lassen. Aber man konnte auch andere Höhlen denen bauen, nur sie mussten klein und sie mussten dunkel sein. Die Dunkelheit war auch sehr wichtig. Dann zeigten sie ihr ganzes Balzverhalten, dann laichten sie und dann kam das nächste Problem. Die Eier, die sie laichten, die waren schwerer als Wasser, die fielen herunter. Und das Männchen versuchte immer wieder, die heruntergefallenen Eier an der Oberfläche der Höhle, an der Decke der Höhle zu befestigen, aber sie fielen immer wieder herunter. Und das lag daran, wie Försch in einen langen Versuchsreihen herausfand, dass das Wasser zu salzhaltig war, dass es zu viel sozusagen Härtebildner beispielsweise enthielt. Also ein Leitungswasser, wie es es damals auch in München gab, kam absolut nicht in Frage für diese Fische. Erst wenn diese Fische ganz weiches Wasser hatten, also frisches Regenwasser beispielsweise, dann blieben die Eier an der Oberfläche der Höhle hängen. Und das Männchen konnte sie dort pflegen. Man sah, dass es nur ein ganz kleines
Schaumnest baute. Es baute ein Schaumnest, aber das war nur ein sehr kleines Schaumnest. Dazu musste es gelegentlich auch mal an die Oberfläche gehen, wie andere Labyrinthfische. Aber normalerweise musste es nicht an der Oberfläche Luft holen. Offensichtlich hatten sie leistungsfähige Kiemen, die das völlig ausreichend besorgten, den Sauerstoff, die Sauerstoffzufuhr. Ja, ich sollte vielleicht noch sagen, wie man die Parus auch in sehr technikarmen Becken halten kann. Also wahrscheinlich braucht man in unseren Gefilden schon eine kleine Heizung, weil die sind zwar nicht die besonders wärmeliebenden Fische, die so Temperaturen um 25, 30 Grad brauchen, sondern sie lieben es auch bei etwas niedrigeren Temperaturen von 22 bis 24, 25 Grad sehr, sehr gut. Da zeigen sie alle ihre gesamten Verhaltensweisen. Aber man braucht eben doch den kleinen Heizer. Dann, oder man braucht eben eine Raumheizung. Dann braucht man in der Regel aber keine große Filterung. Die Parus leben sehr gut in dem stillstehenden Wasser. Das Problem ist nur, das muss man häufig dann wechseln. Und deshalb muss man große Mengen dieses geeigneten Wassers vorbereiten und zur Verfügung haben. Denn in so kleinen Becken, wie ich sie dann vor allem hatte, das waren 10 Liter Becken, da muss man wirklich sehr, sehr häufig, sprich fast jede Woche oder jede zweite Woche, einen guten Teil des Wassers wechseln. Und das ist natürlich, wenn man so viele Becken, kleine Becken hat, wie ich sie hatte zur Hauptzeit, nämlich über 30, weil es die verschiedensten Paroarten gibt und weil es die verschiedensten Paroformen auch gibt, bekannte Arten oder auch noch nicht bekannte Arten, noch nicht beschriebene Arten, die sozusagen einmal gefangen worden sind, die anders aussehen als bekannte, aber die irgendwie doch nicht identisch sind mit denen, die man kennt, um die alle einzeln zu halten. Denn die Weibchen sind auch alle wieder sehr ähnlich oder die meisten sind sehr ähnlich. Wenn sie nicht formale Struktureigentümlichkeiten ihrer Schwanzflossen beispielsweise haben, der eine mit einer Spitzenflosse, der andere mit einem Mittelstrahl, der ausgezogen ist, der dritte mit einer runden Flosse, und so weiter, dann wird es ganz schwierig, sozusagen die Weibchen auseinanderzuhalten. Die Männchen, die können das wohl schon in der Regel, aber so richtig wissen wir das auch nicht. Und es hat ja keinen Sinn, irgendwelche komischen Hybriden zu züchten, sondern man sollte vor allem die Arten erhalten, die man da bekommen hat. Und da sind eben vor allem die Weibchen schwer, viele Weibchen jedenfalls schwer zu unterscheiden. Deshalb muss man sehr vorsichtig sein und hält sie, wie ich finde, am besten einzeln in kleinen Behältern, wo sie ihr ganzes Verhalten zeigen können. Ich habe also sehr stark dann auf Wasserwechsel gesetzt. Und natürlich, man muss die ganzen Fütterungsmöglichkeiten ausnutzen, die es da gibt. Man muss also bestimmt sehr viel Artemia füttern. Man muss also eine gute Artemia-Anlage haben. Und man muss eine Möglichkeit haben, auch kleinstes, feinstes Futter von Jungfischnahrung sozusagen zu haben. Das ist schwierig und es geht aber. Und ich konnte in meinen Räumen, in denen ich diese Fische zu halten versucht habe und zu gezüchtet habe, ich konnte da keinen Lärm gebrauchen. Denn ich brauchte Ruhe. Ich brauchte keine blubbernden Luftfilter. Die brauchen ja dort, die produzieren dann doch bestimmte Geräusche
ein permanentes Blubbergeräusch. Und das konnte ich wirklich nicht ertragen. Deshalb habe ich darauf völlig verzichtet in meiner Bauaquaristik. Aber auf Dauer, wenn man das über viele Jahre macht, dann wird es halt doch sehr mühsam. Und man bräuchte eben doch kleine Filteranlagen. Und die kann man, diese kleinen Filteranlagen, die kann man praktisch nur mit Luft betreiben. Denn die kleinsten Kreiselpumpen, die es heute auf dem Markt gibt, sind meistens immer noch viel zu stark für diese kleinen 10 Liter Parobecken. Ja, also es geht, man kann sie so halten. Man kann sie auch man braucht nicht unbedingt Schwarzwasser. Man kann sie auch im Klarwasser halten, aber man muss eben auch sehen, dass sie dann vielleicht etwas stärker krankheitsanfällig sind. Man muss Krankheiten bekämpfen und das ist auch eine eigene Wissenschaft für sich, dies zu tun. Möglichst muss man diese Krankheiten vermeiden. Vieles musste Foersch herausfinden und er hat dies so spannend geschrieben, übrigens dann in zwei Teilen. Er hat im Januarheft erschienen der zweite Teil, den ich kaum abwarten konnte. Und ja, daraus ergab sich das Bild eines Aquarianers, der sehr intensiv forschte, um etwas herauszufinden, was da aus der üblichen Aquarienliteratur und im üblichen Aquarienverein nicht bekannt war. Der alles sozusagen gezielt richtig machte, obwohl er ja ein Arzt war. Der war Foersch, Dr. Walter Foersch, war ein Arzt, ein Menschenarzt, kein Tierarzt. Ich weiß nicht, was seine Spezialisierung war, aber er war ein sehr, sehr guter, forschender Aquarianer. Und als ich diese beiden Artikel von Foersch in der DAZ gelesen hatte, da war mir eins klar, diesen Mann musst du kennenlernen. Ich war damals schon junger wissenschaftlicher Assistent an der Universität Bielefeld. Ich hatte einen VW-Käfer und ich hatte herausgefunden, die Adresse von Foersch in München herausgefunden. Und damals habe ich mich in das Auto gesetzt und bin nach München gefahren, um Foersch zu besuchen. Ich wurde sehr freundlich von ihm empfangen und er führte mich ziemlich gleich in sein Fischzimmer. Das war interessant. Der hatte also ein Fischzimmer mitten im Haus, das hatte keine Fenster. Es war ein recht großer Raum, so ein mittelgroßer Raum. Und in diesem Raum standen sehr viele verschiedene kleine Tische. Und man konnte zwischen allen Tischen durchgehen. Und auf jedem Tisch stand ein kleines Aquarium. In irgendeiner Ecke gab es dann auch noch ein paar von den eierlegenden Zahnkarpfen, mit denen sich Foersch lange beschäftigt hat. Aber hauptsächlich schwammen in diesen vielen kleinen Aquarien jeweils ein Paar, Paros Romanus Deissneri. Jedenfalls war Foersch der Meinung, es ist Paros Romanus Deissneri, das hatte er von Schaller gehört. Und ja, er züchtete sie nach. Er sah alles, was die produzierten, er sah die ganzen Balzhandlungen und ich sah das auch. Ich sah zum ersten Mal live Prachtguramis in voller Pracht und sah, dass sie diesen Namen zurecht verdienen. Und sah die Kleinheit der Höhlen, sah die Schwierigkeit, die Foersch sozusagen gelöst hatte, die schwierigen Probleme, die er gelöst hatte. Das sah ich in diesem Fischraum von ihm. Und er war einigermaßen stolz darauf, dass es ihm gelungen war, dieses Rätsel der Prachtguramis zu lösen und dass es ihm jetzt gelungen war, auch Nachzucht zu erzielen. Und es gab natürlich viele Leute, die sie haben wollten,
aber die nicht gleich die Bedingungen erfüllen konnten, die man dann auch schon erfüllen muss, wenn man sie mit Erfolg zur Nachzucht bringen will. Auch ich war übrigens, gehörte dazu. Er hat mir angeboten, mir ein paar von seinen Nachzuchten mitzugeben, aber ich habe gesagt, das mache ich lieber nicht, denn ich kann ihnen nicht dieses weiche Wasser bieten, ich kann ihnen nicht dieses feine Lebenfutter bieten. In all diesen Aquarien übrigens blubberte auch ein kleiner luftbetriebener Filter, ein ganz kleiner mit einem Schaumstoff-Filtermaterial. Das war auch gut so, denn nur so konnte man sozusagen auf längere Sicht ein so kleines Aquarium, die meisten dieser Frösch-Aquarien umfassten wohl 20 Liter, mehr nicht. Einige mögen auch noch ein bisschen kleiner gewesen sein. Es mag ein paar 10 Liter Aquarien damals gegeben haben, das weiß ich nicht mehr ganz. Ich habe ja dann später hauptsächlich 10 Liter Aquarien aufgebaut für meine Prachtguramis. Aber das ist die unterste Grenze. Diese 20 Liter Becken eignen sich sehr viel besser. Und das waren bei Förs schon silikongeklebte Becken. Also aus Glasscheiben mit Silikonkautschuk zusammengeklebte Becken. Diese neue Bauweise, die sehr viel besser ist, stabiler ist als diese, die ich als Kind benutzt habe, diese mundgeblasenen Aquarien. Dieser Besuch bei Walter Förch war sehr eindrucksvoll für mich. Aber das Eindrucksvollste war eigentlich eine Bemerkung, die Förch während meines Besuchs machte. Ich kann sie nur dem Sinne nach wiedergeben. Und sie lautete: Diese Fische sind so interessant, dass man ihnen eigentlich ein besonderes Projekt widmen müsste. Ich habe ihn dann nicht gefragt, was er mit diesem besonderen Projekt meinte. Er meinte wahrscheinlich ein Forschungsprojekt, sozusagen, wie er sozusagen auch vorgegangen war, um das sozusagen noch besser zu erkunden, alles, die ganzen Zusammenhänge, auch mit den Originalbiotopen und dergleichen mehr. Aber ich habe das nicht weiter nachgefragt. Ich habe dieses Wort oder diese Aussage von Förch aber nicht vergessen. Ich habe sie sehr lange Zeit nicht vergessen. Auch in der Zeit, in der ich dann meine eigenen Prachtguramis hatte. Kleiner Spoiler, das Paro-Projekt. Vielleicht kennt ihr es, ansonsten einfach mal googeln. Da geht es natürlich auch in den nächsten Teilen darum, allerdings noch nicht direkt, sondern es gab ja eine Entwicklung dahin. Wie ihr hier schon feststellt, ist das Ganze so ein bisschen aufgebaut. Das heißt, im nächsten Teil geht es erstmal darum, wie sich das Hobby gewandelt hat, so ein bisschen in Richtung Kommerzialisierung und die Kritik. Aber das seht ihr dann im nächsten Teil. Wie beim letzten Mal gilt wieder, falls ihr noch Fragen an Peter habt, gerne unten drunter in die Kommentare, ganz am Ende der Reihe. Oder wahrscheinlich noch vor dem letzten Video werde ich mich dann nochmal mit Peter zusammensetzen und die ganzen Fragen durchgehen. Natürlich auch meine eigenen Fragen. Insofern gerne alles hier unten rein. Ich sammle das dann. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao.